Ich begrüße euch, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. Moment, immer noch halbblind. Im letzten Teil haben wir eine ganze Menge erlebt. Zwei Apothekari, die uns helfen wollten, sind gestorben. Dafür hat uns aber jemand namens... Moment, den Namen muss ich nochmal nachdrucken. Ja, natürlich. Genau, Jesper Dalvarek. Den Nachnamen vergesse ich nämlich immer. Jesper hat uns damals geholfen. Beziehungsweise gestern, wenn man das mal so ansieht, hat unsere Wunden gepflegt und uns um ein bisschen Hilfe gebeten, damit er uns hilft. Wir haben dem mal zugestimmt, weil wir keine Wahl haben. Ja, es ist die Hauptquest. Dementsprechend sieht das dann auch aus. Nee, Wash ist nicht derjenige, den ich suche, glaube ich. Aber hier auf jeden Fall sind wir jetzt endlich in Flussheim angekommen. Sieht ganz hübsch aus, muss ich schon sagen. Also man sieht schon, warum es Flussheim heißt. Also Fluss, ne? Warum es mit A geschrieben wird, weiß ich nicht. Aber hängen wir uns da mal nicht dran auf. Kann ja auch einfach nur eine alte deutsche Rechtschreibung sein. Wobei, die sprechen Inal, ne? Also es ist denn eine alte inalische Rechtschreibung. Ich suche hier einen gewissen Alfred, der überhaupt nicht so klingt wie Alfred. Wo gibt's denn hier einen Alfred? Oh ja, jetzt habe ich es offiziell entdeckt. Ja, da haben wir's. Hallo Flussheim, wie gut geht es dir? Ja, wie gut ist dir? Alles mit Ü schreiben. Hallo. Wer seid ihr? Das ist der erste Charakter, der fragt, wer ich bin, wenn ich ihn anspreche. Alle anderen labern mich zu. Ja, was soll's, ne? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Ein Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero. Kurze Frage, woher weiß mein Charakter das, wenn es nicht drüber steht? Es steht zwar drüber, aber... Ja. Weg. Bloß weg mit dem RP-Gedanken. Das ist ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Über meiner Mutter steht ja auch nicht Mutter. Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja, ihr wisst davon. Natürlich, wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfa, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Wieso stand uns eigentlich in Anführungsstrichen? Das frage ich mich schon seit längerer Zeit. Also seit 3-4 Tagen. Oder das, die sind so eine Dorfsekte oder sowas? Also ich meine, es ist ja nichts unmöglich, Leute. Naja, was soll's. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen, inwiefern? Nein, ich werde das Kommen jetzt bloß... Na, zu spät. Ich habe das Kommen schon falsch interpretiert. Schwer zu erklären. Komm, da setzen wir uns. Und so redet er sich besser. Oh. Du willst dich setzen, während wir darüber kommen? Naja, egal. Ich glaube, der ist zu alt, um mit ihm solche Witze zu machen. Hallo, Bank. Ich setze mich mal auf dich drauf. So. Ach, Jero. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Du bist eine strahlende Schönheit, Alfred. Das muss ich einfach mal sagen. Es blendet mich förmlich, wie du mich dort ansiehst. Mit deinen wunderschönen, orangefarbenen Augen. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber... Damals
Damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Ich dachte beim ersten Mal, der würde jetzt sagen, dass Jero daraufhin auch angefangen hat zu saufen. Das hat mich echt überrascht, als er dann mit dem hier gekommen ist. Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jannik hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Oh mein Gott, er ist zum namenlosen Helden geworden. Auf Erfahrungspunkte so geil, dass er alles tut, um sie zu kriegen. Ich glaub's ja nicht. Ein wahrer Held, dieser Jero. Ein wahrer Held, liebe Freunde. Ja, so kann man's sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großen bestimmt sein konnte. Und dann kam's, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit, und ein paar Monde später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Noch der arme alte Sack, mit seiner strahlenden Schönheit. Es ist so ungewöhnlich, dass einen schaffenden Pfades eine Chance so kann, erhütet zu werden. Wenn ein Schaffender es zum Feldwebel in der Garde schafft, ist das schon Grund für ein eigenes Bardenlied. Er muss der erste Novize seit Jahrhunderten gewesen sein, der nicht erhabenen Pfades war. Also ja, es ist ungewöhnlich. Mehr als nur das. Und was meintet ihr nun damit, dass ihr Jeros Tat habt kommen sehen? Tja. Das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich, wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. In Ordnung, du brauchst ja deinen Schönheitsschlaf. Danke für die Hilfe. Ja, natürlich. Ah, danke für die Hilfe. Danke. Ich bin Diego. Mich interessiert nicht, wer du bist. Ich gehe dann mal weg. Ach ja, aber mal Spaß beiseite, das ist schon eine ziemlich tiefe Story, was ich da gehört habe. Und man kann echt nicht unterschätzen, wie es für jemanden ist, seinen besten Freund damals zu verlieren. Das ist nicht gerade von Pappe. Ach ja, wo muss ich denn jetzt noch hin? Naja, eigentlich... in der Nähe des Hauses. Dafür habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Ich werde aber zuerst etwas Effektiveres machen, damit ihr euch nicht ganz so langweilt. Mal sehen, wo ist sie denn? Hallo, du da.
Gerbersmann. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie eine zwielichtige Gestalt oder sowas. Oh, oh weh! Alles in Ordnung? Oh, oh, oh. Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein! Meine Aura, was ist damit? Ausrufezeichen. Sie ist Indigo-Blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Okay, wie? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Ich frage mich gerade, also Eola ist klug, aber auch gleichzeitig sehr interessiert in Magie und alten Sachen und gegen einen Schädel? Ich glaube, da hätte sie gar nichts. Ich weiß jetzt schon, dass es keine Folgequest gibt, wenn man einen Schädel hat. Und dass der Schädel auch keine magischen Eigenschaften besitzt, aber wisst ihr was? Scheiß drauf, Rollenspiel. Na schön, warum nicht? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Aura-Dieb hat ihn mir gestohlen. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinden kann. Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr. Und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Moment, ja richtig, ich habe sie gerade verwechselt. Entschuldigung. Ich weiß es aber auch ganz nett. Vexin. Nee, danke. Schreitet wohl! Das mit dem Magister muss ich euch ja nicht erzählen, richtig? Es ist einfach fürchterlich. Wenn dieser rote Wahnsinn, oder wie sie ihn nennen, sogar einen Magister des Ordens befallen kann, dann... Ach, was nützt es schon, sich Panik zu machen? Der Orden oder die Apothekari werden schon ein Heilmittel finden, ganz sicher. Da fehlt ein I. Apothekari. Oder Apothekari. Viel zu lange Ladezeiten. Ich muss sie wirklich rausschneiden. Hallo. Ihr seid kein Flussheimer. Was wollt ihr? Oh, ja. Nehmen wir mal an, mein Charakter konnte fühlen, dass dort jemand erkrankt ist. Ich kenne diese Quest und eigentlich sagt ein Soldat das einem. Also, ne, ein bisschen RP, Leute. Und wenn? Was hat das mit euch zu tun? Warum so misstrauisch? Ich will nur helfen. Hm,
Sehr nobel von euch. Aber woher weiß ich, dass ihr kein Hochstapler seid? Ich kenne euch nicht. Ich meine es wirklich gut und verstehe das eine oder andere von Magie. Vielleicht kann ich eurer Frau ja helfen. Na schön. Jetzt ist es auch schon egal. Kommt, folgt mir nach oben. Dort redet es sich besser. Dann geh bitte nach oben. Major Jugerfeld, weil Major. Warum kann er nicht einfach Bürgermeister stehen? Ach, das klingt bestimmt nicht magisch genug. Ach ja. Tust du mich jetzt in dein Porno-Dachzimmer? Wieso habe ich eigentlich nicht am Schreibtisch mit dir reden können? Ich meine, das ist dein Arbeitszimmer. Warum bringst du mich in dein Living Room? Wohnzimmer meine ich. Living Room, ey. Setzt euch. Ist okay. Nimm du Platz. Genau. Bist ein feiner NPC. Also, machen wir es kurz. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Also halluziniert sie? Ach, vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malphas. Seit der Nacht jedoch, in der sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Pater Vildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösen Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Da stand überhaupt nicht delirös. Du bist doof. Du liest Sachen vor, die nicht da stehen. Halt dich an deinen Text. Mein Beileid. Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Okay. Und ihr habt überhaupt keinen Verdacht, woher das so plötzlich kommen könnte? Nicht einmal den geringsten? Nein, nicht einmal den geringsten. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist, dann soll Malphas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, das Klopfen gerade war nicht ich, das war Malphas, der ihn darauf hingewiesen hat, dass er es lassen soll. Schon gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt für mich? Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Ja, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warten wir. Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen. Ist okay. Gut, dass es übersprungen wurde. Das finde ich positiv. Hallo. Ihr seid der Besuch, den Yoga angekündigt hat. Richtig? Joch, sind wir soweit? Ich schätze schon. Kommt mit. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was die Erfolg dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Falsche Betonung. Eine Chance ist besser als keine, junger Mann. Du hast Besuch, Yoga. Danke, Meldor.
Und danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht schön. Anfälle sind sowieso nicht schön. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber naja, was soll's. Ach, Mathilda. Nein, ich... Yuga, sie kommen. Und es geht los. Nein, 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 bitte nicht. Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Pinters! Und? Ich glaube, ich sollte nicht so viel Crack rauchen. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Das passt nicht. War das schon eher? Ich versuch's zu erklären. Das war doch dieser Fischer. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Ich weiß es nicht, aber irgendwas sagt mir, dass wir dieser Ferne nachgehen sollten. Irgendetwas? So, so. Wären die Umstände andere, hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Dann gib sie ihr. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Ist okay. Du brauchst einen Raum für dich. Den kannst du haben. Ich mache auch die Tür zu. Wieso hast du den Raum für dich? Ist das nicht schön? Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Wissen, aha, erstmal Wissen sammeln. Dieses Heiligen Ordens? Herrje, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. Da stand Nase und Herz Stirn gesagt. Irgendwie sind der und sein Bruder so auf einem Rebellentrip. Die wollen nicht das sagen, was da steht. Was ist eigentlich mit denen passiert? Wie schon gesagt, er war ein Verräter, der mit Briganten auf der Groschenstraße kollaboriert hat. Nach außen hin hat er den Unschuldigen gemiebt, aber irgendwann haben die Gardisten davon Wind bekommen und wollten ihn verhaften. Tja, und wie es eben so ist, wollte der Narr nicht klein beigeben und hat sich gewehrt, was für ihn, sagen wir einfach, ungut ausging. Seine Gefährtin hat das nicht ertragen und sich anschließend das Leben genommen. Eine tragische Geschichte, aber er hatte die Wahl. Das ist das Leben.
Also seid ihr weder Wildmagier noch ein Arkanist des Ordens? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Ist okay, Meldor. Moment mal. Oh, scheiße. Ja, natürlich. Gothic 2 Meldor. Das ist der Kumpel vom Geldverleiher. So ist der Schläger vom Geldverleiher. Ach du liebe Zeit, ey. Diesen Einnahmen? Na super, gibt's keine. Na super, es ist Nacht. Dann sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Bitte? Warte mal. 8:52. Mhm. Nun denn. Hoffentlich kommen die neuen Rüden bald. Ich würde sagen... Ich weiß, dass es hier, wie in Nerim, Kopfgeldaufträge gibt. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Ja. Okay, erst den wegelosen Redrick Bohrenstein. Für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmiger blauer und blonder Bart. Das gilt als höchstfähig und mit. Für 180 auf den Tod. Okay, nehme ich. Aber ich werde diese verdammte Bauern. Questline offscreen machen. Aber nur diese hier. Also nicht die, weil sie, hierbei sind nämlich keine Dialoge erforderlich. Ich nehme an, gehe dahin, töte, komm wieder zurück, nehme den nächsten an, töte, geh wieder zurück und hin und her. Wenn doch was kommt, dann nehme ich das natürlich auf. Ihr verpasst da nichts, keine Sorge. Aber ansonsten würde ich nämlich jetzt erstmal Schluss machen und ein bisschen Zeit verbringen mit Grinden, Skillen und Gold sammeln, damit ich für die Hauptquest ein bisschen gestärkt bin. Ich bin ja jetzt im Moment nur auf Stufe, na komm, 4. Und ich möchte so Stufe 10 sein, bis ich weitergehe. Und da ist es nicht ganz so schlecht, jetzt ein bisschen zu grinden. Nun denn, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Kommen die neuen Rüben bald. Hoffe, dass die Rüben bald kommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.